Hallo meine lieben Freunde in Deutschland. Heute muss ich mir mal mein Leid klagen über die vielen Rechnungen, die schweren Rechnungen hier in der Türkei. Die bringen einen ja total durcheinander. Ne? Also als erstes möchte ich mich mal beklagen darüber mit dem Handy. Ne? Ich zahle 40, 50 Lira. Das ist mal je nachdem, wie ich das selber einschätze, was ich brauche. Ne? Ist das so viel hier mit Telefonieren drauf und so viel mit SMS drauf? Das verbrauche ich gar nicht. Und dann hier kriege ich mal jeden Mittwoch, da hat man so eine App, ne, bei Türk Telekom. Hier, da geht man rauf, gibt seine Codenummer ein und da kann man Geschenke freirubbeln. Da hat man halt in der Regel so viel Internet frei, ich kriege da nie verbraucht. Ich kann machen, was ich will. Ich habe das zu Hause auch hier WLAN, ne, ich kriege das nicht verbraucht. Scheiße, diese Rechnung, die machen die fix und fertig. Dann Internet für zu Hause. Ich glaube, hatte ich ja schon mal gesagt, ich zahle 46,50 Lira im Monat. Und das ist so viel, dass ich mal Film gucken kann, Videos gucken kann. Ich mache mein Ding hier im Internet. Und Larissa, die macht der Homeoffice, die arbeitet im Internet. Und wir kommen uns nicht ins Gehege. Und dann müssen 46,50 Lira bezahlen. Diese Rechnung bringen wir nochmal ans Grab. Und dann wollte ich euch nochmal zeigen, die Wasserrechnung. Ich werde euch mal die Wasserrechnung nachher nochmal im Einzelnen zeigen. Ne? Hier, das ist jetzt vom Januar diesen Jahres, da war ich noch im Kessel. Wasser. Oh, ich habe wohl gebadet den ganzen Tag. 16 Lira 29. Dann hier von Februar 7 Lira 45. Ich habe wohl gar nicht geduscht. Ich dusche jeden Tag. Also morgens hier einen Tag beginnen. Gut, ich gehe mir erst mit Bodo raus. Und dann, wenn ich mit Bodo wieder zurück bin, dann gehe ich duschen. Ne? Okay, ne? Dann rasiere ich mich. Rasieren mache ich meist beim Laufen im warmen Wasser. Ne? Aber 7 Lira 45 für einen Monat. Mann, ist das teuer. Dann haben wir hier. Achso, und die andere Rechnung, die war ja von Dezember. Dezember, ne? Dezember habe ich gesagt. Ne? Dezember hier 16,29. Das war jetzt Januar. Dann kommt Februar. Ne? Februar 12 Lira 9. Ne? 12 Lira 9. Ja, okay. Gut, wo ich hier eingezogen bin, erst gab es keine Rechnung. Und dann haben wir noch bekommen im Juli Rechnung und da ist nun mit bei im März, wo wir schon drin gewohnt haben, wo wir verbraucht haben, April, Mai, Juni, Juli, ne? Und da hatte ich dann 78,36. Gut, vielleicht war die Uhr auch nicht ganz wieder gleich auf Null, ne? Und naja, will ich mir nicht drüber streiten, sind mehrere Monate zusammengefasst, okay. 78,36. Ist in Ordnung. Und jetzt, wo wir zu zweit sind, zu zweit. Wir duschen beide jeden Tag. Ne? 17 Lira 32. 17 Lira 32. Kann man nochmal holen? Nö, ne? Für zwei Personen im Haushalt. Ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Stromrechnungen. Abrechnung von Kessel. Hier. 150 Lira. Oh, diese Rechnung bringt das gerade. Jetzt haben wir von Kessel von auch von März, aber das ist die laufende März-Rechnung. 89,80. Ja, das war
Ich habe einen neuen Kühlschrank gekauft. Das war BIM runtergegangen. Aber da war noch ein kalt. Hier nach dem Ablesen. Ja, stimmt, da war kalt. Die Elisabeth, die war so lieb und hatte mir einen alten Ölradiator gegeben. Und dann war Bodo nicht, da hat er nicht gefroren. Aber ich habe gefroren in der Bude. Ja, die dünnen Wände. Tja, oder dünne Dach. Da wird das schon schnell kalt in der Wohnung. Ne? Ist ja hier jetzt was ganz anderes. So, dann haben wir hier von Oktober letzten Jahres 168,50. Boah. Dann haben wir hier von November letzten Jahres 153,10. Rehle, Lira. Kommen wir gar nicht zum Schlafen. Mit diesem ganzen Rechnen. Januar. Ja, okay, ich habe ordentlich geheizt. Und war schön warm, war kuschelig. Und der Ölradio ist so super. Danke, Elisabeth. Eins der besten Dinge, die mir widerfahren sind. 288,30. Mann, da war ja noch im Januar der Wechselkurs 1:62, 1:64. Ne? Wenn ich 1:6 nehme, ne? Also mit Heizen, auch volle Pulle heizen. Ne? Keine 50 Euro Stromrechnung. Hier im Februar 265,90. Das war noch die alte Kesselwohnung. So, dann kommen wir jetzt hier im Juli, im August, ja, jetzt in der neuen Wohnung. So, im Juli 185,20 Tele. Aber da war auch alles ein bisschen zusammengefasst. Nee, das Juni-Rechnung, die muss ich irgendwo verlegt haben. 185,20. Na ja, gut. Duschen wir gerne. Durchlauferhitze. Ne? Also warm Wasser wird ja auch mit Dings gemacht. Aber wenn es warm ist, ich wasche sehr viel, aber man schwitzt ja, ne? Und dann haut die Wäsche mal rein, zack, zack, und dann wird gewaschen. Kühlschrank wird öfter auf und zu gemacht, weil man dann hier auf den Gefrierschrank, im Sommer, man macht sich für Eis, das Wassereis, für die Getränke. Ne? Und 185,20. Und im Juli, wir hatten 1:7,5. Mann, fast 25 Euro. Und jetzt im August hat er die Larissa schon hier getroffen. Und die Larissa ist ja beim Geschirrspüler, ne? Diese ganzen Glimmlampen, ne? Oder bei der Waschmaschine, ne? Glimmlampen. Lass jetzt immer alles an. Und Larissa ist nachher, bing, die macht mal alles aus. Und auch sonst so ist sie so ein bisschen völlig Fuchser und passt mal auf, dass alles nur das, was wirklich notwendig ist, ihr verbraucht wird. Ne? 138,50 Lira. Jetzt August 1:8. 1:8. Hier. Also, das sind, wenn man so will, hier. Keine 20 Euro. Und ich habe öfter mal noch die Klimaanlage an, weil das im August ist ja hier Luft wärmer, feuchter. Ne? Und die Klimaanlage, die holt ja auch das Wasser raus aus der Luft in der Wohnung und kühlt ab. Und dadurch fühlt man sich echt wohler dann nochmal. Ne? Und ich merke es auch am Boden, dass ich abends dann wieder alles zumache. Auch wenn ich die Klimaanlage anmache, habe ich den Kessel ja auch gemacht.
Der ist auch besser drauf. Ne? Aber 138,15. Damit ihr es auch seht, dass ihr hier nicht irgendwas vorgeflunkert habt, ne, ihr, das sind hier die Rechnungen, 732, 78,36, aber das ist wie gesagt für mehrere Monate und vielleicht war auch die Uhr nicht ganz auf Null. Naja, gut, okay, wegen den paar Lira will ich mich nicht streiten. So, dann hier 12,09, aber hier vorne war nochmal. Ja, 12,09. Hier, ne, im Februar, dann hier Januar 7,45 und hier 16,29 im Dezember. Also im Dezember habe ich wohl Badetag gemacht. Ne? Also das auch meine Rechnung ist, da oben ist mein Name. Ne? Im Dezember habe ich wohl Badetag gemacht. Wo ist jetzt? 16,29. Mann, hab ich da geschludert. Über 2 Euro habe ich da für Wasser ausgegeben im Monat. Geht gar nicht. Wovon soll ich leben? Hier haben wir jetzt die Rechnung für November. 168,50. Ne? Und hier oben mein Name. Rüber Dezember. Und wir haben Dezember die Rechnung 153,10. Januar haben wir die Rechnung 288,30 und mein Name, also mit dem Ölradiator als Heizung, ja okay, kann man sagen so ein bisschen über 100 Lira, aber für Heizung ein bisschen über 10 Euro, geht in Ordnung. So, mein Name wieder, aber was ist jetzt hier, ach da. Da steht das. Ist ein bisschen anders aufgebaut, die Rechnung. Wo ist jetzt? $265,90. 17. Februar. Okay. Februar war es schon nicht mehr ganz so kalt. Jetzt im März, als ich ausgezogen bin, da 150 Lira. War wohl eine Abschlagszahlung. Und hier ist jetzt von Kessel die Endabrechnung 89,80. Ne? Dass ihr auch seht, dass ich das bin. Und das ist auch reales. Nichts gefaktes. 89,80. Hier haben wir jetzt im Juli die Rechnung 185,20. Und hier die Rechnung für August, hier wo Larissa da war und aufgepasst hat, dass ich ordentlicher umgehe mit dem Strom und nicht so alles verschlude, 138,50. Trotz Klimaanlage. Na gut, ich muss ehrlich sagen, hier in dieser Wohnung hier ist ein bisschen anders. Man muss hier nicht jeden Tag Klimaanlage anmachen. So wie jetzt in Kessel, ne? Ohne Klimaanlage ging es ja gar nicht.